Heute will ich meine kleine Seentour in der Zentralschweiz machen. Zumindest einen Teil der Seen. Alle werde ich nicht schaffen. Und auf diese Reise nehme ich euch doch heute einfach mal mit. Wir haben heute den 1. Februar. Noch ist schönes Wetter. Viel später haben sie Regen angesagt. Bin mal gespannt, ob ich noch trocken nach Hause komme. Der Zugersee. Quasi direkt vor der Haustür. Selbst im Sommer ein recht kühler See. Gewässerauswahl haben wir hier in der Zentralschweiz mehr als genug. Überall jetzt irgendwelche Seen, mal größer, mal kleiner. In den Sommermonaten, wenn ich mit dem Quad auf Arbeit fahre, ist das immer so ein bisschen meine Feierabendtour. Aus dem Geschäft raus. Eine Runde um Zuger See. Und da sind wir auch schon. Direkt am Wasser. Ist auch ein sehr beliebter See für Taucher. Ob nun Sommer oder Winter, die Taucher sind ja eigentlich immer unterwegs. Ich selber habe auch einen Tauchschein, den habe ich vor einigen Jahren mal im Urlaub gemacht in Spanien. Aber hier bin ich noch nie tauchen gewesen. Aber das ist ein Hobby, ja, weiß nicht. Das hebe ich mir für einen Urlaub auf. Wenn wir irgendwo im Urlaub sind, dann nehme ich meinen Geraffel mit. Macht in den warmen Gewässern eh mehr Spaß. So, ich will mal einen ruhigen Platz suchen. Dann werde ich die Drohne mal steigen lassen. Aber was Drohne betrifft, ist DJI ja meines Erachtens sowieso ziemlich cool. Ich hatte eine DJI Mavic Pro 1. Von der Fernbedienung war der Knopf zum Fotoschießen. Der hat immer geklemmt und man wusste nie genau, hat es jetzt ein Foto gemacht, hat es keins gemacht. Ja, da habe ich das Ding einfach mal zurückgegeben. Wurde auf Garantie eingeschickt. Ja, und so dreieinhalb Wochen später habe ich eine Mail bekommen. Ich bekomme meinen kompletten Kaufpreis zurück. Ich habe mich für die Pro entschieden, weil in den Berichten, die ich so gelesen habe, in den Testberichten, die Pro einfach mal besser abgeschnitten hat. Und ein Zweifach-Zoom, ja okay, das kann ich auch über die Videobearbeitung rausholen. Dafür brauche ich dann keine Mavic 2 Zoom. So, das mal zum Zugersee. Jetzt fahren wir weiter zum Lauerzer See. Ja, nochmal kurz zurück zur Drohne. Habe ich ja jetzt eine neue, wie ich bereits schon erwähnt habe. Und jetzt habe ich natürlich von meiner DJI Mavic Pro Version 1 einen Akku, eine Tragetasche, wo alles schön reinpasst, mit 4 Akkus gesamt. Also es passen 4 Akkus rein. Ich habe einen Akku und eine Gegenlichtblende. Also wenn da jemand Interesse hat, vorzugsweise innerhalb der Schweiz,
alles zusammen für, keine Ahnung, 60 Franken. Ich schätze mal, der Akku hat nicht mehr als 15, vielleicht 20, wenn überhaupt, Ladezyklen. Und ist demnach, ja, ich sag mal, wenig gebraucht, ganz, ganz wenig gebraucht. So, das mal der Lauerzer See. Jetzt habe ich auch gerade die Mail bekommen, dass ich mein Fly More Combo abholen kann. Eine zusätzliche Tasche für die Mavic 2 Pro, die ich nicht brauche. Ein paar Ersatzpropeller sind da, glaube ich, noch dabei. Das Kfz-Ladegerät. Und für mich eigentlich das Wichtigste, noch zwei Akkus. Das heißt, ich werde jetzt die Tour noch zu Ende machen zum Vierwaldstätter See. Wenn von euch irgendwer die Mavic 2 Pro oder Mavic 2 Zoom hat, in Verbindung mit der Smart, wie heißt das Ding, Smart Controller, schreibt doch mal bitte eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, weil dieses ewige Geeiere mit dem Handy da in die Fernbedienung reinpoppen, und das ist alles nicht so das Schöne. Ja, schreibt mal eure Erfahrungen. Für den Fall, dass ihr eine dieser Konstellationen oder diesen Smart Controller habt, schreibt es mal in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt drauf. Sagt denn der Tank? Na ja, geht. So, jetzt fahren wir mal weiter nach Brunn. Da gibt es noch einen mega coolen Aussichtspunkt, wo ich eigentlich auch immer anhalte, weil die Aussicht einfach mega geil ist. Aber das zeige ich euch gleich. So, und dann sind wir auch schon da. Von See zu See, da kannst du fast hinstolpern. Das hier ist ein sehr, sehr beliebter Ort für Biker. Also in den Sommermonaten hier rechts, wo die ganzen Autos jetzt stehen, steht im Normalfall dann alles krachvoll mit Motorrädern. Sehr, sehr beliebt. Wenn man hier durch diesen Ort fährt, hast du irgendwie sofort das Gefühl, irgendwie im Urlaub zu sein. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, es ist halt so. So, jetzt fahren wir nochmal fix auf diesen Aussichtspunkt. Mal gucken, ob ich da vielleicht die Drohne nochmal raushole.
das war jetzt mal der Aussichtspunkt. Ich finde es einfach mega. So, und jetzt fahren wir schön Vierwaldstätter See entlang. Ja, hier am Vierwaldstätter See hat es natürlich auch unendlich Campingplätze. Ist auch der größte See der Zentralschweiz. Und ich glaube gelesen zu haben, der zweitgrößte in der Schweiz überhaupt. Ich glaube, jeder Ort hat hier auch seinen eigenen Hafen. Ja, im Sommer, wenn es natürlich schön warm ist und man nicht in diesen dicken Winterklamotten hängt, macht das mit dem Quad natürlich unheimlich viel Spaß. Dieser See im Übrigen auch, ich glaube, mit einer der begehrtesten Seen der Zentralschweiz für Taucher. So, jetzt sind wir hier wieder auf Seehöhe. So, jetzt gucken wir schön am Vierwaldstätter See lang. Ist sehr kurvenreich, diese Seite. Auch sehr beliebt bei Motorradfahrern. Mit dem Straßenquad, sage ich mal, mit der richtigen Abstimmung des Fahrwerks macht das sicherlich auch unheimlich viel Spaß. Ich habe mein Fahrwerk ja auf so eine Mischung zwischen Gelände und Straße eingestellt. Für die Straße nicht optimal, fürs Gelände auch nicht so zu 100% optimal, aber das ist so ein Mittelweg zwischen beiden, ohne dass ich großartig rumschrauben muss oder rumklicken muss in dem Fall. Ich finde die ganze Region hier einfach nur mega geil. Im Allgemeinen muss ich sagen, finde ich die Schweiz mega cool, wenn man auf relativ kleinem Raum Freizeit- und hobbytechnisch einfach alles machen kann. Motorrad, quadtechnisch ist es sowieso absolut hammergeile Gegend. Hier kann man richtig geil fahren. Auch in die Berge kann man hier richtig geil fahren. Das macht unheimlich viel Spaß. Da kann man dann die Pässe miteinander verbinden. Das habe ich mal gemacht. An einem Tag 7 Pässe. Nach 12 Stunden bin ich zu Hause angekommen und war einfach tot. Das waren, glaube ich, um die 400 Kilometer auf dem Quad. So, jetzt muss ich aber sagen, geht der mich hier vorne so langsam auf den Sack. So, das hört man auch. Ja, hier ist jetzt leider überall Flugverbot mit der Drohne. Und da wird die Drohne im Koffer gelassen. Sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal.